Definition vielfachen Menge. So, was ist die vielfachen Menge? Die Menge. So. Und jetzt analog zur Teilermenge von A definiere ich die vielfachen Menge einer natürlichen Zahl A. Achso, Moment. Ach, weg damit. Es fehlt noch was. Es fehlt erstmal, sei A eine natürliche Zahl. So. Die Menge V von A gleich, so, wie definiere ich die? Das sind alle Zahlen aus den, also alle natürlichen Zahlen, für die Folgendes gilt. A teilt x. Die vielfachen Menge von A oder V von A ist definiert als die Menge aller x aus n, für die gilt A teilt x. Diese Menge heißt, Überraschung, vielfachen Menge von A. So, ne? Machen wir mal ein Beispiel. So, welche Elemente sind in der vielfachen Menge der Zahl 3? Na, welche? Ja? 1 und 3. Was meinen Sie dazu? Ja. Das ist nicht so ganz korrekt. Was? Das ist die Teilermenge. Deshalb wäre die vielfache Menge dann entsprechend 1, 3, 6, 9, 12. Genau. 1 und 3 wäre die Teilermenge. Die vielfache Menge ist 3, 6, 9, 12, 15 und so weiter und so weiter. Sie haben falsch rum gedacht. Ja? Und zwar ist es nicht die Menge all derjenigen x, für die gilt x teilt a. Ja? Sie haben überlegt, sie haben sich alle Zahlen rausgesucht, die die 3 teilen. Aber die vielfachen Menge von a ist die Menge all derjenigen Zahlen, die von 3 geteilt werden. Ja? Ja? 3 ist dann auch immer. Genau. Ja, ja. Weil die 3 die 3 teilt. Genau, weil die 3 die 3 teilt. Ja? Also, wenn Sie hier die 3 nehmen, dann gilt ja 3 teilt 3. Also ist die 3 mit einer Menge. Genau. Die 6 auch. 3 teilt 6, 3 teilt 9 und so weiter. Psst. Ja, Sie müssen aufpassen, wie rum das hier formuliert ist. Okay. So, das ist die vielfache Menge von 3. Naja. Die anderen Beispiele brauchen wir jetzt vielleicht nicht mehr, das müsste eigentlich klar sein. Aber nehmen wir noch ein besonderes Beispiel, was ist die vielfachen Menge von 1? Ja? Alle natürlichen Zahlen, genau, also die Menge der natürlichen Zahlen. So. Denn, ja, alle Zahlen sind Vielfache von 1, denn alle Zahlen, alle natürlichen Zahlen werden von der 1 geteilt. Okay. So,